Boris Johnson sagt, dass die Sicherheit von ganz Europa durch Russlands Angriff auf das ukrainische Kernkraftwerk gefährdet wurde, als Putins Männer das Feuer entzündeten und die Kontrolle über den Komplex übernahmen. Europas größtes Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine wurde über Nacht von russischen Truppen angegriffen. Feuergefechte und Beschuss durch russische Streitkräfte lösten Feuer auf den Komplex aus, wobei Feuerwehrleute daran gehindert wurden, hineinzugehen. Die Flammen wurden schließlich nach mehreren Stunden gelöscht, bevor russische Truppen einrückten und die Anlage eroberten. Präsident Zelensky beschuldigte Putin, auf nuklearen Terror zurückzugreifen und eine Katastrophe, sechsmal schlimmer als Tschernobyl, zu riskieren, während Boris Johnson sagte, sein rücksichtsloses Handeln bedrohe die Sicherheit ganz Europas. Boris Johnson hat Russland beschuldigt, die Sicherheit ganz Europas zu bedrohen, nachdem Putins Truppen das größte Kernkraftwerk des Kontinents über Nacht angegriffen und ein Feuer entfacht hatten, das stundenlang wütete, bevor Rettungskräfte es schließlich löschen durften, als russische Soldaten den Komplex beschlagnahmten. Herr Johnson verurteilte den Angriff nach einem Telefonat mit Präsident Volodymyr Zelensky, der ihn als Atomterrorismus brandmarkte, als rücksichtslos. Jens Stoltenberg, die heute in Brüssel ist, um sich mit NATO-Verbündeten zu treffen, verurteilte Angriffe auf die gesamte zivile Infrastruktur und sagte, der Brand in der Anlage unterstreiche die Notwendigkeit, Putins Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Russische Truppen hatten das Werk in Saporischschja in den frühen Morgenstunden des Freitags angegriffen, wobei CCTV einen heftigen Schusswechsel zwischen Putins Männern und ukrainischen Verteidigern aufzeichnete, der ein Feuer in einem sechsstöckigen Trainingsgebäude direkt außerhalb des Hauptkomplexes auslöste. Moskaus Männer hielten die Feuerwehrleute dann mehrere Stunden lang davon ab, das Gebäude zu erreichen. Schließlich durften Notfallmannschaften hineingehen und die Flammen löschen, bevor russische Truppen in ein besetztes Gelände einrückten, das ein Fünftel des Stroms der Ukraine liefert. Die Nuklearüberwachungsbehörde der UN sagte, dass glücklicherweise keiner der sechs Reaktoren des Standorts direkt beschädigt worden sei und die Strahlungswerte normal geblieben seien. Drei ukrainische Soldaten seien bei der Verteidigung des Komplexes getötet worden, sagte Kiew. Wie vorherzusehen war, hat Moskau versucht, die Verantwortung für den Angriff abzustreiten, indem es sagte, seine Streitkräfte seien von ukrainischen Saboteuren angegriffen worden, als sie in der Anlage patrouillierten, die dann das Gebäude selbst in Brand steckten. In der Ukraine befinden sich drei weitere aktive Kernkraftwerke, von denen eines 70 Meilen von der Stadt Mykolaiv entfernt liegt, die russische Streitkräfte angreifen, nachdem sie das nahegelegene Cherson erobert haben. Die anderen beiden aktiven Standorte befinden sich im Westen und sind derzeit nicht bedroht, obwohl sich diese Situation ändern könnte, wenn sich der russische Angriff verzweigt. Die Ukraine hat auch fünf Standorte, die außer Betrieb sind, einschließlich Tschernobyl, aber dennoch ein Risiko darstellen könnten, wenn sie von Granaten getroffen werden. Präsident Zelensky sagte, der Angriff auf Saporischschja hätte eine Krise auslösen können, die der von sechs Tschernobyls entspräche, und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass das heutige Kraftwerk sechs Reaktoren habe, während die Katastrophe aus der Sowjetzeit nur einen betraf, und forderte die Russen auf, die Kämpfe zu beenden. Nuklearexperten sagten der BBC, dass Angriffe auf Saporischschja beängstigend seien, aber dass jede durch Kämpfe verursachte Katastrophe eher Fukushima im Jahr 2011 als Tschernobyl im Jahr 1986 ähneln würde. Fukushima in Japan schmolz zusammen, nachdem ein Tsunami die Stromversorgung des Kraftwerks unterbrochen und das Kühlsystem lahmgelegt hatte.
Tschernobyl explodierte, nachdem eine fehlgeschlagene Trainingsübung eine unkontrollierte Kernreaktion verursacht hatte. Claire Corkill, Professorin für Nuklearmaterialien an der Universität Sheffield, sagte dem Unternehmen, dass die Reaktoren in Saporischschja nun anscheinend abgeschaltet werden, um die Gefahr zu beseitigen, was möglicherweise die Absicht Russlands beim Angriff auf die Anlage gewesen sein könnte. Russlands Krieg gegen die Ukraine geht nun in seinen 9. Tag und es gibt keine Anzeichen für ein baldiges Ende, nachdem die Gespräche zwischen den beiden Seiten gestern ohne Einigung abgebrochen wurden, bevor Wladimir Putin im Fernsehen erklärte, dass er weiterhin um den totalen Sieg kämpfen werde, Propaganda verbreitet, dass die russischen Streitkräfte nicht absichtlich auf Zivilisten zielen und dass die Spezialoperation pünktlich voranschreitet und alle wichtigen Ziele planmäßig abgeschlossen sind. Mykolajiv, eine Stadt westlich von Cherson, die jetzt unter russischer Kontrolle steht, wurde am Freitagmorgen angegriffen, wobei der Bürgermeister sagte, Truppen seien in die Außenbezirke eingezogen. Mykolajiv liegt an der Straße nach Odessa, der drittgrößten Stadt und wichtigsten Hafenstadt der Ukraine, die zunehmend Gefahr läuft, belagert zu werden. Die Stadt Mariupol auf der anderen Seite der Halbinsel Krim wird ebenfalls weiterhin schwer bombardiert, während Moskaus Männer versuchen, sie zur Unterwerfung zu bombardieren, mit dem Ziel, den ukrainischen Zugang zum Schwarzen Meer abzuschneiden, um der Regierung den Zugang zu lukrativen Gütern zu verweigern, Handelswege. Die Kämpfe gehen auch im Norden und Osten weiter, wobei ukrainische Spezialeinheiten gestern und heute Morgen russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge in Hostomel, im Westen der Stadt, und Brovary, im Osten, überfallen und zerstört haben. Die Ukraine behauptete auch, ihre Jets hätten einen Teil eines 40-Meilen-Konvois angegriffen, der derzeit außerhalb der Stadt feststeckt, da befürchtet wird, dass er die Hauptstadt umkreisen und bombardieren würde. Tschernajew, nordöstlich von Kiew, und Charkiw, im Osten der Ukraine, bereiteten sich heute auf einen weiteren schweren Beschuss vor, nachdem tagelang immer wahllosere Angriffe, darunter auch mit verbotener Streumunition, Dutzende von Zivilisten getötet hatten. Beamte in Tschernajew sagten heute Morgen, dass gestern 47 Menschen bei Angriffen starben. Präsident Putin verstärkt auch die Maßnahmen an der Heimatfront, um interne Meinungsverschiedenheiten über den Krieg abzuwehren, da sich die Kämpfe als heftiger und härter erweisen, als seine Generäle erwartet hatten, und westliche Sanktionen große Teile der Wirtschaft zerstören. Russlands Stempelparlament hat am Freitag neue Gesetze gebilligt, die vorsehen, dass jeder, der Fake News über die Invasion verbreitet, mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft wird. Putin hatte zuvor Radio- und Fernsehsender gedroht und geschlossen, die sich auf den Krieg oder die Invasion der Ukraine bezogen, was Moskau lieber als militärische Spezialoperation bezeichnet. Moskau gab auch zu, dass Nachrichten von externen Quellen, die ins Land gelangen, eingeschränkt wurden, wobei die BBC, Radio Free Europe, Radio Liberty, die unabhängige russische Seite Meduse und die deutsche Welle alle eingeschränkt waren, während der Zugang zu Facebook blockiert wurde. Putin ist auch gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, wobei Tausende festgenommen wurden, als sie in Kundgebungen im ganzen Land marschierten, um ein Ende des Konflikts zu fordern. In der Zwischenzeit werden Diplomaten der NATO, der EU und der G7 heute eine Reihe von aufeinanderfolgenden Treffen abhalten, um die nächsten Schritte in der Krise zu erörtern, wobei sich die Diskussionen voraussichtlich auf die Stärkung der Ostflanke der NATO in Estland, Lettland und Litauen konzentrieren werden. NATO-Staaten wie Moldawien und Georgien und fordert mehr militärische Unterstützung für die Ukraine.